Na ja, gut, dann holen wir schnell. Oh, das geht ja auch wieder wurscht. Schön die Füße kribbeln, ne? Oh, sehr schön, Attacker. Die ballert ordentlich gerade, ne? Ist halt auch nicht. Okay, da war ein Dit. Hier sind die heißen Quellen, die mir nicht bringt. Hier ist der Erdtempel, da haben wir jetzt die verfluchte Waffe geholt. Hier ist... Ach, siehst du, kann man ein komisches Königreich hier wieder rein oder ist immer noch verboten? Und noch verboten, warum auch immer. Wow. Und hier? Mhm. Schade. Hörst du? Oh, gar keinen Fall. Wird heute Bruchbude hier. Ganz schnell raus hier. Oder wo ist das denn? Hier. Gut, da braucht man nicht hin, wisst ihr schon. Mann, so dunkel, Wahnsinn! Meine Alte, wir können so nicht weitergehen. Also beim Institut für Elementarkräfte nachfragen. Wir haben hier schon Untersuchungen durchgeführt. Ich sollte also wissen, wie man hier das Licht an das Fenster bringt.
Ja, das ist eine gute Idee. Komm, dann lass uns wieder nach draußen gehen. Okay. Hey, mein Fuß. Ist die tot? Was wo? Nee, das ist nicht. Ich glaube, über der Brücke und dann hier irgendwie so ein Kaff, ne? Du siehst doch nach Institut aus. Tabak! Hey, Olli! Wie geht's? Gib mal so Tasten so. Gemischt waren, ja, was machst du noch? Wow. Ach, okay. Skill, Mischgel. In der Mitte. Was hat das für Lebenspunkt mal ein paar Stück wieder? Mal auch genau, ist das Brocken wirklich. Mit. Nee, was ist das? Ein paar Wundermittel kann man immer brauchen. Ja, gerne Schiss. So. Kraller. Ja, gut, das kommt. So, dann gehen wir mal rein ins Institut. Wer bist denn du? Aha, cool. Noch mal. So. Ja, was? Oh, warte mal, das war hier hinten, ne? Jo. Aber soll ich nicht? Nee. Meine jüngere Schwester studiert in Meltokio. Sie möchte Musikerin werden. Ich muss alles geben, um sie schnell wie möglich ein angesehener Wissenschaftler zu werden. Du bist. Was bin ich? Mölln, du bist. Ja, das kann nicht sein, weil er wäre jetzt viel älter als du. Tut mir leid, kleine Lady. Als ich ein kleines Kind war und in Z gelebt habe, waren unsere Eltern oft sehr mit der Arbeit beschäftigt. Es gab ein älteres Mädchen, das sich um uns gekümmert hat, wenn sie nicht da waren. Du siehst ihr einfach sehr ähnlich. Moment, das bedeutet ja. Kannst du mir sagen, wie du heißt? Ich heiße Horace. Ich bin ein aufstrebender Student und wurde im Institut aufgenommen. Horace, das dachte ich mir. Dann muss Janet deine Schwester sein. Hast du etwas gesagt? Ach, nichts. Tut mir leid, wenn ich dich belästigt habe. Aber nicht so. Leute, lass uns gehen. Okay. Ah, jetzt.
Ich setze mich mal kurz anders hin, ne? Au! Au! Arm der Gerechtigkeit, strecke dich. So guter Arm. Sehr, sehr. Du willst sie wirklich dabei belassen? Okay, gehen. Willst du wirklich dabei belassen? Erzählst du Horace denn nicht die Wahrheit? Das macht nichts. Es wäre bedeutungslos, wenn Horace mein jetziges Ich erkennen würde. Aber er würde sicher gerne das Mädchen aus Z nochmal sehen. Das Mädchen aus Z existiert nicht mehr. Ist ja. Meine Schwester ist in Meltokio und möchte Musik studieren. Nächtliche Unterkunft. Noch wieder einer mit dabei. Was gab es im Filminstitut? Ja. Also Meltokio wäre nochmal so ein Ding jetzt, wo wir hin müssten. Dann müssen wir eigentlich ins scheiß Institut, aber kommen wir jetzt gerade nicht rein? Oh, ja. Oder können wir hier irgendwas machen? Keine Chance. Au, 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 au. Also, bin juckig. Ah. Ja, komm mal nicht hin zum bescheidenen Turm. Geld. War der Held mir das wohl? Was meinst du? Ich wette, er war genauso wie du. Ich? Es heißt, dass er auch Gefährten hatte. Freunde wie deine, die mit ihm durch die Welt reisten und für den Frieden kämpften. Echt? Es ist schön zu wissen, dass er nicht ganz allein war. Ja, alleine sein ist hart. Du hast noch mal die. Den wird das 8 geben, keine Sorge. Cool. Was ist denn Bräse? Dieser Ex-Fier ist. Ja, dieses Kind ist krank.
Dann die Exe? Ja, ein Zealer wären Exes. Grundsätzlich an Maschinen angeschlossen. Manchmal führt das zu einer Abnormität und sie werden dann einfach weggeworfen. Abnormität? Ja, die armen Kleinen. Ich verstehe, immerhin sind auch sie am Leben. Arme Kleine? Wegen diesen kleinen Steinen müssen alle leiden. Unzählige Leben wurden geopfert, um sie zu erwecken. Und du glaubst? Nun ja. Resa, gehst du mit mir zur Teutmine? Mine? Ich habe nichts dagegen. Wenn ihr dort etwas zu erledigen habt, gebe ich euch die Erlaubnis. Aber woher nehmen wir ein Rare für Sabata? Weißt du, wie die heißt? Sie ist größer als Mythos und kann nicht bei einer von uns fahren. Dann bleibe ich hier. Okay, dann gehen wir. Was machen wir hier? Geht bitte weiter hinein. Bis zu einem Ort, an dem ihr die Stimmen der Exvias hören könnt. Also gut, gehen wir. Ja. Wow, in die Fresse. Schade. Was willst du denn hier, Lauchbob? Oh Gott, Mann, aua. Oh Gott, Mann, aua. Oh Gott, Mann. Boah. Mir hat sie ja mal zugeschlagen. Ich mich 600 mal im Kreis gedreht, läuft. Überlegen, wo sollte man da hinten sein? Das hab ich doch in die vorne irgendwo. Also warte da. Ja, das ist hier nicht das, ne? Nee, nee, schade. Feuerwerk, Junge! Komm schon. Aha! So. Können wir hier lang sein. So, dann hier lang. Sprechen wir uns hier durch. Naja. Hier? Ja.
Hier kann man das Flüstern der Exfis hören. Ich höre nicht. Sei still, hör bitte genau hin. Weißt du? Exfias und ich sind Exfias und ich sind gleich, wir sind leblos. Du bist wie die Exfias. Exfias haben auch Gefühle, sie fühlen sich oft einsam. Also versuchen sie immer, sich mit jemandem zu verbinden. Ihre Einsamkeit absorbiert das Leben der Menschen. Einsam. Exfias sind einsam. Genauso wie ich. Ja, und sie suchen sich Begleiter, genauso wie du das jetzt getan hast. Ja, wir Menschen sind es, die sie ausgraben und für unsere Zwecke missbrauchen, ja. Wir nutzen ihre Eigenschaften und machen sie so einsamer. Ich weiß, dass du durch sie leidest. Aber hasse sie bitte nicht. Exfis sind auch Lebewesen. Gut. Ich werde darüber nachdenken. Über das allgemeine Alleinsein und über den Hass. Ja, Hass mit Hass zu bekämpfen führt zu keiner Lösung, Alter. Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich gegenseitig zu verstehen. Danke, Sabia. Gern geschehen, Prezer. Alter. Die Exfis sind auch glücklich, dass du sie jetzt verstehst. Ja, Mann, tut mir leid, ne? Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe doch, es ist nichts Ungewöhnliches vorgefallen. Ich glaube, ich habe die Stimmen von Exfis gehört. Jo! Wieder. Ich habe etwas dazu gelernt. Was denn? Aus Hass heraus kann nichts geboren werden. Ja? Ja. Richard! Ich liebe sie. Und wir kommen trotzdem mal in die geile Mine rein. Mama, wo bist du da? Was mache ich hier im Schlafzimmer? Geschlafen? Wer will mit mir schlafen? Mama. Geil. Du, 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 du. Was hat der leichte Effekt? Leise. Eine Menge Leid, eine Menge Tod. Naja, so weiter geht's. Ne, mit dem komme ich nicht weit. Oh, war jetzt die bescheuerte Mine. Ich war hier Miso. Warte, Miso kann ich auch noch mal kurz hin. Weil da war der Spacken bestimmt. Vielleicht kann der mir ein bisschen helfen. Mit dem Minervogel. Hallo? Hallo? Nee, okay, dann nicht. Nehmen wir mal hier. Oh mein.
So. Oh, ich kann einfach mal doppelt hauen, ne? Das Auge haben wir noch, Schienen und so. Ja. Die Gele, die braucht er heute auch nicht. Schade. Okay, ja. Danke für gar nichts, Achim. Was sind's? Die Mine finden, verdammt. Wo war die denn jetzt nochmal?